Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch den Mondzyklus etwas näher erklären. Wir alle schauen immer wieder zum Himmel hoch und bewundern den Mond, wie er auf uns in der Dunkelheit herabstrahlt. Und viele Menschen richten sich auch nach dem Mond, weil sie die Energie des Mondes für sich nutzen wollen. Nun, ich kann nur bestätigen, dass die Mondenergie eine enorme Magie, ja Macht hat und besitzt, die der Mensch anzapfen kann. Über diese Energie könnte ich jetzt einen sehr langen Vortrag halten. Vielleicht später, aber im Moment möchte ich nur den Mondzyklus erklären. Und dann werde ich vielleicht, wenn es euch interessiert, auf die enorme Energie des Mondes eingehen. Im Durchschnitt gibt es alle 29 Tage einen Vollmond. Der Mond befindet sich in Bezug auf Erde und Sonne in ständiger Bewegung, was den Blickwinkel von Tag zu Tag zum Mond verändert. Und somit die Mondphasen, die man als wechselnde Lichtphasen des Mondes bezeichnet. Die Mondphase ist die Zeitpause von Neumond zum Neumond. Der Mondzyklus ist die Zeitpause von Neumond zu Neumond und das beinhaltet folgende Mondphasen. Neumond ist zunehmender Mond. Als schmale Sichel ist er dann mehr und mehr sichtbar und wenn die Sichel halb voll ist, dann haben wir Halbmond, der sich zum Vollmond rundet. Ist der Vollmond hell, am Himmel zu sehen, haben wir danach abnehmender Mond. Bei Vollmond erreicht der Mond seine maximale Helligkeit, die aufgrund elliptischen Umlaufbahnen von Erde und Mond der Sonne besonders nahe und gleichzeitig an seinem nächsten Punkt zur Erde ist. In der Phase bei Neumond befindet sich der Mond in Konjunktur mit der Sonne, also zwischen Sonne und Erde. In dieser Phase strahlt die Sonne ausschließlich die der Erde angewandte Mondhälfte an und somit ist die andere Hälfte des Mondes von der Erde aus unsichtbar. Der Mond kulminiert, erreicht also den Höhepunkt am Vollmondtage, jeweils zur Mitternacht. Die Sonne befindet sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Bahn am tiefsten Stand. Wie werden wir vom Vollmond überhaupt beeinflusst? Wissenschaftlich wird von Chronobiologen belegt, je weiter der Mond zunimmt, desto schlechter schlafen wir. So fühlen sich schlecht Schlafende nach einer Vollmondnacht wie gerädert. Sie schlafen später ein und wachen auch früher auf. Durch den Mondzyklus wird nicht nur unser Schlaf dadurch beeinflusst, sondern auch die Tier- und Pflanzenwelt. Zum Beispiel heulen die Wölfe den Vollmond an. Und durch die Helligkeit der Vollmondnächte steigt die Paarungsbereitschaft bei den Tieren. Es ist ideal, die Pflanzen zu düngen, da sie gerade in dieser Zeit die Nährstoffe optimal aufnehmen. Allerdings sollten keine Äste an den Bäumen geschnitten werden, da die Schnittwunden leicht ausbluten können. Auch bei den Menschen heilen Verletzungen schlechter. Der nächste Vollmond ist am Mittwoch, den 10.05.,
den 10. Mai 2017 um 23.42 Uhr. Und der nächste Neumond am Donnerstag, den 25. Mai 2017 um 21.46 Uhr. Wenn ihr ein Mondbuch besitzt, dann schaut mal rein, wie der Mond gerade steht. Und wenn ihr einen Arzt- oder Friseurtermin habt, ob es und wann es dann günstig ist, den Termin wahrzunehmen. Wer noch kein Mondbuch hat, sollte sich eins günstig kaufen. Es lohnt sich, sich damit zu befassen. Ihr könnt es mir glauben. Meinen Kunden sage ich immer wieder, wenn ich nach bestimmten Terminen gefragt werde, dann sage ich ihnen die genauen Zeiten. Auch du kannst mich danach fragen. Die Nummer seht ihr hier unten. Habt eine schöne Zeit. Eure Deria.